Hallihallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das LG G7 und G7 Plus. Es sind wieder mal Gerüchte, was alles noch rauskommen wird und Gerüchte und so weiter, werdet ihr natürlich auf meinem Kanal erfahren. Fangen wir sofort mit dem Datum an. Das G7 und G7 Plus wird höchstwahrscheinlich nicht im April, sondern im Mai erscheinen. G7 und G7 Plus sind Topmodelle von LG, für die Leute, die es nicht wissen. Und die Top-Neuigkeiten sind eigentlich ein 18:9 Display. Und das Display-Design ist eigentlich wie beim iPhone 10. Also iPhone X, wie iPhone X, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und zwar hat das Display auch so eine kleine Notch-Einkerbung oben am Displayrand. Das G7 wird ein Snapdragon 845 haben und eine Dual-Kamera mit KI-Funktion. Wie schon beim Huawei zum Beispiel. Das G7 Plus wird einfach mal mehr Speicher haben und mehr RAM-Speicher. Das bedeutet, es wird stärker sein und mehr Speicher haben, dass es auch ein größeres Telefon ist, ist das auch eigentlich ziemlich logisch. Das G7 und das G7 Plus werden teurer sein als ihre Vorgänger. Und zwar werden sie 700 Euro kosten. Das G7 und das G7 Plus wird 760 Euro kosten. 60 Euro für so ein größeres Smartphone ist eigentlich überhaupt nicht mal so übel. Was dann noch alles besser ist, wie beim Vorgänger, könnte man sagen, halt größeres OLED-Display. Wird auch ein OLED-Display haben, wie das iPhone X. Die Auflösung wird 2880x1440 Pixel haben, Entschuldigung. Und wie schon gesagt, eine Auskerbung, eine Ausspachtung, eine Notch wie beim iPhone X, in dem die Sensoren und die Frontkamera drin integriert werden. Der Snapdragon 845 hat einen Octa-Core und hat 6 GB RAM. Das G7 wird halt 64 GB Speicher haben und die Dual-Kamera und eine Dual-Kamera mit 16 Megapixeln. So, das war's schon für mein Video. Ich hoffe, die Informationen gefallen euch. Wieder einmal kurz und knapp, wie es sein soll auf meinem Kanal. Sagen wir mal so, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.